Servus YouTube, willkommen zurück auf meinem Kanal und zurück bei Outer Wilds Teil Extra. Das Spiel ist beendet, aber wir haben zum Ende des Streams noch die letzten Fragezeichen von der Karte gefegt. So zum Beispiel die Kraterlaterne doch erkundet, es gibt dort was zu entdecken und auch noch ein Fragezeichen vom Projekt Zwillingsasche. Der Chat hat mir hier geholfen, die haben mich darauf hingewiesen, wo ich hin muss. Jetzt, nachdem das Spiel durchgespielt ist und es nur ums Komplettieren ging, war ich da auch ganz dankbar, dass ich Leute dabei hatte, die mich unterstützt haben. Und jetzt ist der Weg geebnet für den DLC, Echoes of the Eye. Das geht dann in die nächste Phase hier auf dem Kanal. Dort werdet ihr auch jeden Tag eine neue Folge bekommen. Und ich wünsche euch jetzt aber erstmal hier noch ganz viel Spaß bei diesem Video. Wenn euch das Ganze gefallen hat, drückt doch gerne auf den Like-Button und über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und jetzt haben wir genug gequatscht. Viel Spaß, mir zuzusehen, wie ich aufräume. Da ist die Sonde hin. 14,3 Billionen Jahre später. Und wenn sie nicht gestorben ist, dann fliegt sie noch heute. Ohne Solanum wären da keine Lebewesen. Oh, cool. Good to know. Jetzt gehe ich aber nochmal ganz kurz rein und schaue mir mal den, wache ich jetzt wieder auf? Ja, ne? Genau. Es war alles nur ein Traum. Ich schaue jetzt ins Log rein. Definitiv. Aber was gibt's hier noch zu entdecken? Aber gut. Moment. Chat aufholen. Wie heißt denn dieses Spiel, bei dem man eine Art Fährmann spielt und Figuren hilft, noch was zu erledigen? Bevor sie von uns gehen. Finde ich gerade nicht. Soll aber auch so ans Herz gehen. Warst du auf dem Lavamond? Nope. Auf dem Lavamond gibt's doch nix. Du bist jetzt Blade. Die Kraterlaterne wird hier angezeigt, aber. Du hättest im Ashtwin-Kern noch die Steine einlegen müssen, die enthalten. Noch ein paar Schrift-Story-Elemente. Okay. Ja, ein bisschen Zeit ist ja noch. Also ich habe so oft versucht, auf diesen komischen Vulkan-Dings zu landen, aber ich bin immer gestorben. Aber gut, dann schauen wir uns das Ganze halt mal an. Da. So genau habe ich mir den nie angeschaut.
Ja, schon recht. Warte mal, das klappt so nett. Aber ich sehe das doch richtig, hier gibt's nichts. Oh! Halt, stopp, da ist was. Gelandet. Scheiß Betty Parker. Was denn? Es hat funktioniert. Erhöhte Sonnenaktivität festgestellt. Achtung, erhöhte vulkanische Aktivität festgestellt. Aufenthalt am Standort ist nicht sicher. Evakuierung wird empfohlen. Ja, hier war ich schon. Die letzte Erzprobe, die wir von euch erhalten haben, hat der Hitze am längsten Stand gehalten. Können wir uns mehr von dieser Erzprobe für unsere Versuche schicken? Wir suchen nach einer Aufbereitungsmöglichkeit, um die Haltbarkeit noch zu verbessern, aber wir haben bereits alles in der Schmiede verfeuert, was ihr bisher gesendet habt. Wir werden augenblicklich mehr Erz zur Kraterlaterne schicken. Auch in dir scheint ein Feuer zu lodern. Es muss aufregend sein, an der Schutzhülle für das Projekt Zwillingsasche zu arbeiten. Ja, die Idee einer Hülle, die, wenn auch nur kurz, eine Supernova standhält, hat wahrhaftig meine Neugier entfacht. Ab dann, wir werden schon bald einen besseren Schätzwert für die Erzmenge haben, die wir benötigen, um das Projekt Zwillingsasche abzuschirmen. Wird es den ursprünglichen Schätzwert übersteigen? Es wird ihn erheblich übersteigen. Der kleinste Rest oder Knackser in der Schutzhülle würde alles zerstören. Okay. Ja. Vulkanisches Testgelände, Tatsache. So, jetzt gucken wir, ob wir hier rauskommen. Warten wir mal einen Impuls ab. Na? Ja. Tschüss. Ich bin ein Meteor. Dann schauen wir uns halt noch einmal auf dem Zwilling. Die orangenen Linien erzeugen Log-Einträge, die blauen sind good to know. Ah, okay. Schauen wir mal, wie weit der Turm schon freigelegt ist. Männer schon freigelegt ist. Ja, das könnte funktionieren. Ich bin genau rechtzeitig da. Das heißt, ich muss den Zyklus noch mitnehmen. Und den nächsten kann ich dann einsteigen.
Warst du auf der Sonnenstation? Ja. Hätte sogar fast per Brute Force accidentally geschafft, aber dann habe ich tatsächlich den Weg gefunden. Das passt hier perfekt. Perfektes Timing. Dann nehmen wir noch da die Schrifttafeln mit und gucken, dass wir da alles entdecken. Und dann müsste ich eigentlich alles gesehen haben. Und dann möchte ich, das habe ich mir schon gebookmarkt, dieses Devs React to Speedrun mit euch anschauen. Das ist dann so mein Abschluss für heute. Das habe ich mir so vorgenommen. Und dann ist Feierabend für heute. Dann wird der DLC gekauft. Und damit geht es dann nächsten Dienstag weiter. Und ich muss dann wirklich alle Tafeln einsetzen. Also sowohl bei den... Ja, aber eigentlich nur bei den Schriftdingen zum Lesen. Habe ich wohl irgendwas überlesen, das kann ja sein. Speedrun ist leicht, ja. Ich habe jetzt in dieses Spiel 25 Stunden gesteckt. Grob. Also ist es schon ein bisschen interessant für mich, das auch so zu sehen. Und ich habe ja auch gesehen, es gibt irgendwie Speedruns mit No Ship. Und dann denke ich mir so, wie zum Teufel kommst du auf die Idee, einen Speedrun mit No Ship zu machen? Beim Port nicht. Genau nur, wo Schrift erzeugt wird. Mhm. So, da kommt ein Taxi. Jawollo. So. Das habe ich alles gelesen. Hier habe ich doch alles gelesen. Aber ich glaube, es sind wirklich die Schrifttafeln gewesen. Dass das Ergänzungen werden. Ach, und das ist dann... Ach, das fehlt mir noch. Ah, dann habe ich das vergessen. Ich habe nämlich die ersten beiden reingelegt und dachte... Das sind Sachen, die ich schon kenne. Okay, nochmal von vorne. Ich bringe gute Neuigkeiten, Jero. Der fortschrittliche Warpkern kann endlich in der zentralen Kammer von Zwillingsasche installiert werden. Ich bin bereits ganz aufgeregt, Liebling. Alle, die hier an Projekt Zwillingsasche arbeiten, sind schon voller Vorfreude darauf. Pai ist ganz außer sich vor Glück. Nein, kann er nicht. Ist alles in Ordnung in der Schmiede? Stabilität des Kerns könnte noch weiter optimiert werden. Ich brauche mehr Zeit. Ignoriere sie einfach, Jero. Der Kern ist fertig. Sollte dir meine Schwester etwas anderes sagen, dann machen wir sie auch gleich fertig. Aber mir kommt es bekannt vor. Keine Sorge, Liebling. Poke ist nur aufgeregt. Der Kern ist außergewöhnlich und ihre Entwicklungsarbeit ist wundervoll clever. Alle Materialien für Projekt Zwillingsasche. Aber das habe ich doch auch gelesen. Oder habe ich irgendeine Schrifttafel übersehen? Das sind doch nur die drei, oder?
dann dürfte ich alles hier gelesen haben. Im Turm, du meinst den... Im Turm ist auch was zum Lesen. Du meinst den, den Turm zum mit dem Portal? Das habe ich aber, glaube ich, auch schon gelesen. Das sollte es gewesen sein, Makulatur. Ja, ich gehe es nochmal zurück und gucke mir nochmal im Kodex das Ding an. Aber... Ja. Lass mich mal hier. Na, war das nämlich die Codex rein, ging so? Das wäre es gewesen. Und da oben ist nämlich das Teil. Hier irgendwo liegt es. Genau da. Und ich bilde mir ein, dass ich das schon gelesen habe. Aber wir werfen uns nochmal rein. Ja. Ich denke auch tatsächlich, es war alles. Vielleicht ist es wieder irgendein Bug. Keine Ahnung. Ja. I don't know. Es war ja auch so ähnlich wie bei der sonnenlosen Stadt, dass da der Stern noch angezeigt wurde, obwohl ich alles gesehen habe. Die Uhr gelesen? Die im, in der Station. In der... Im Portal-Dingens. Beim Zwillingsasche-Ding. Ja, die habe ich gelesen. Und ich kann nochmal hingehen. Lesen wir halt das auch noch. Und dann ist eine gute Zeit. Kann ja dann einfach mal mich auf der Wiki-Seite oder so mal auf die Suche machen, was ich dafür alles brauche. So. Bleibe neben dem Warpkern während der Supernova. Ach, während er zurücksetzt, aber ich habe den Warpkern nicht rausgenommen, das meinst du? Das kann natürlich sein. Das habe ich alles gelesen. Und da ist eine zweite Uhr. Wo ist deine zweite Uhr? Meinst du die da? Okay.
die habe ich noch nicht gesehen. Vorsicht, du bist dabei, auf den Kern zuzugreifen, während du das Projekt Zwillingsasche aktiv ist. Das Entfernen des Kerns deaktiviert das Projekt Zwillingsasche. Schiffslog aktualisiert. Ich meine, ich kann ja nochmal kurz nachgucken, ob ich jetzt schon... Das war's? Okay. Schau mal nach. Hey Mann, wo ist mein Auto? Sehr gut. Perfekt geparkt. Alles klar? Damit machen wir einen Cut.